Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ja, wie man unschwer erkennen kann, nach Dark Souls 1, beziehungsweise Dark Souls 1 ist ja noch am Laufen, kommt jetzt Dark Souls 2. Ja, ich hatte einfach mal Lust darauf, euch einen kleinen Einblick in Dark Souls 2 zu geben, während das Dark Souls 1 Let's Play noch läuft. Also jetzt am Wochenende Während die Dark Souls 2 Folgen kommen, werde ich mal keine Dark Souls 1 Folge online stellen, aber danach wieder, versprochen. Ich werde erst einmal, da es für Dark Souls 2 drei DLCs geplant sind, von denen bis jetzt nur eins draußen ist, mich etwas zurückhalten mit dem Let's Play, bis die anderen beiden auch draußen sind. Das werden dann sozusagen die Blindgebiete in dem Spiel. Aber ja. Ich will euch mal einen kurzen Einblick darin geben, deswegen werden von Dark Souls 2 jetzt erst einmal nur sporadisch Folgen kommen. Also wahrscheinlich werde ich jedes Wochenende 4 Stück machen. Also Samstag 2, Sonntag 2. Und dann mal gucken, wie sich das aufgeht. Während Dark Souls 1 immer noch läuft. Und sobald Dark Souls 1 dann vorbei ist und die DLCs alle veröffentlicht sind, gucken wir mal ordentlich in Dark Souls 2 rein. Also ich werde natürlich dieses Let's Play, was ich jetzt hier aufnehme, einfach weiter fortführen, aber dann mit häufigeren Videos. Gut, aber erst einmal starten wir das Spiel. Ganze Verbindungsdaten, bla bla bla. Man muss sich ja über Steam am Spielserver anmelden. Und ja, ich spiele das Ganze über PC. Und zwar mit der Maus und der Tastatur. Ich weiß nicht, so der Gamepad-Mensch bin. Und das eigentlich ziemlich gut mit Maus und Tastatur kann. Gut. Starten wir einfach ein neues Spiel und steigen sofort ins Intro ein. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
breath drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. Is your fate, the fate of the cursed. Ja, das war das Intro. Und nun sind wir direkt mitten im Spiel. Also im Gegensatz zum ersten Teil, wo man am Anfang sich sein Char erstellt, werden wir einfach ins Spiel geworfen, nach dem Intro. Und da dies hier wieder ein Let's Story wird und kein normales Let's Play, will ich mal kurz zusammenfassen, was gerade passiert ist. Also, wir sind wieder ein Verfluchter, also ein Untoter. Kann ich euch mal kurz zeigen. Wir haben das Darkseid nämlich im Inventar, wie auch im letzten Teil, ein verfluchtes Symbol. Das Finstersymbol führt zum Tod. Ihr verliert alle eure Seelen und kehrt zum letzten Leuchtfeuer zurück, an dem ihr euch ausgeruht habt. Immer noch dasselbe. Macht, was ihr machen müsst, um die Teile zu sammeln. Kratzt sie zusammen, um den Anschein des Ganzen zu geben, bevor der Wille dazu verblasst. Also ja, wir haben wieder dasselbe System. Es gibt die als Untoter die menschliche Form, die ausgehöhlte Form und die Hüllenform. Und wir sind im Augenblick in der ausgehöhlten Form. Wenn man hier ein bisschen guckt, sieht man es, auch wenn sie ein bisschen anders aussieht als im ersten Teil. Und wie man am Lebensbalken oben unschwer erkennen kann, ist er halt nur zur Hälfte gefüllt. Das ist die neue Nebenwirkung der ausgehöhlten Form. Also jedes Mal, wenn wir sterben, sinkt unser maximales Leben. So, mal kurz zusammengefasst, was eine der wichtigsten Neuerungen in Dark Souls 2 durch Sterben ist. So, aber das Wichtige ist, wir haben im Intro gehört, dass wir nach Dragon League gehen sollen, weil es dort eine Möglichkeit gibt, uns zu heilen vor dem Fluch. Also den Fluch zu lösen. Und wie die alte Frau im Intro gesagt hat, in Dragon League können Seelen unseren schwindenden Verstand heilen. Und das ist ja gerade das Problem bei Hüllen. Wenn man zur Hülle wird, hat man den Verstand verloren. Also brauchen wir als Untoter Seelen, dass wir nicht zur Hülle werden. Aber ja, wie sind wir nach Dragon League gekommen? Man hat im Intro gesehen, wir sind zu einer Ruine gerudert, sind dort durch das Tor gegangen und dann ist hinter uns ein Strudel aufgegangen, der unser Boot gefressen hat. Man könnte meinen, wir sind da einfach reingesprungen und gestorben, aber das ist nicht der Fall. Wenn man nämlich aufgepasst hat, hat man im Intro gesehen, dass sich im Wasser nicht die Ruine widerspiegelt, sondern das ganze Gebäude, also so wie es früher entstanden ist. Und wir sind quasi durch das Spiegelbild nach Dragon League gekommen, beziehungsweise an diesen Ort hier, an das dazwischen. Hier sieht man übrigens, können wir über einen Spiegel noch drüber laufen, auch wenn das schon ziemlich abgenutzt ist, der Spiegel. Aber ja, Spiegel haben eine, ich will nicht sagen Kernrolle, aber sie haben schon einen anderen Nutzen, als nur ein Spiegelbild zu sehen in Dragon League. Aber dazu kommen wir dann später, wenn es soweit ist.
Also erst einmal sind wir eben dazwischen gelandet. Also eigentlich sozusagen in der Spiegelwelt, die zwischen Dragon Lake und der Außenwelt liegt. Dieses Gebiet hier gehört gar nicht wirklich zu Dragon Lake, wie ich erfahren durfte. Sondern das ist einfach bloß ein Zwischengebiet, was uns von der Außenwelt abschirmt. Also wir können nicht mehr zurück. Aber wir können nach Dragon Lake weiter. Weil, wie die alte Frau gesagt hat, Dragon Lake ist ein abgeriegeltes Land. Also ist das hier der einzige Weg, noch hineinzukommen. So, wir machen uns mal auf den Weg in Richtung des Lichts hier. Da dies der Ausgang zu sein scheint. Wir sind unbewaffnet und haben nur ein paar lumpige Roben an. Deswegen ignorieren wir die Viecher hier, die kleinen Kobolde. Und gehen ganz einfach weiter in Richtung dieser Hütte hier, die in einen Baum reingehauen ist. Ja, aber fallen nicht die Brücke runter. Das wäre peinlich. So. Und betreten die Tür. Das Haus meinte ich. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? So, jetzt kommen wir endlich zur Charaktererstellung. Erst einmal dürfen wir uns einen Namen aussuchen. Ja, und im Gegensatz jetzt zu Dark Souls 1, wo ich meinen eigenen Namen, also meinen Künstlernamen Brenuir benutzt habe, den ich auch normalerweise in Rollenspielen benutze, für meinen Ritter oder Paladin, oder manchmal auch meinen Zwerg, kommt drauf an, nehme ich heute mal einen anderen Charakter aus meinem Rollenspiel-Repertoire. Und zwar, kleine Hintergrundinfo, das erste Rollenspiel, mit dem ich angefangen habe, war Icewind Dale 2. Also ja, das habe ich sogar noch vor Baldur's Gate begonnen. Waren ein paar meiner Lieblingsspiele. Und in Icewind Dale 2 musste man sich eine ganze Sechsergruppe selber erstellen. Also sechs Charaktere. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich ganz schön verkackt, weil ich keine Ahnung vom Spiel hatte. Und bin an den ersten großen Goblin-Meuten gestorben. War peinlich. Aber mit der Zeit habe ich dann immer mehr einige Charaktere rauskristallisiert, die ich gerne in meinen Gruppen hatte. Und darunter waren auch ein paar weibliche. Und deswegen werde ich heute auch mal einen meiner weiblichen Charaktere nehmen, weil ich möchte dem Let's Player auch eine besondere Note geben und mal was anderes machen als immer nur den Tankritter, der mit Schild und Schwert durch die Gegend bolzt. Deswegen wird das jetzt mein Charakter Silastra heißen. Das ist meine eigentlich Elfe, meine Waldläuferin oder Druidin normalerweise. Also werde ich mich hier jetzt auf mehr oder weniger auf einen Dexchar fokussieren. So, Silastra. Okay. Silastra, seid ihr euch eures Namens sicher? Ja. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be?
think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ja, wir haben gerade ein Menschenbild bekommen. Das ist die neue Form der Menschlichkeit. Also eigentlich stehen diese Menschenbilder Menschen da sozusagen. Also die Menschlichkeit an sich. Und mit diesen Menschenbildern können wir eben wieder in unsere menschliche Form zurückkehren. Wie genau sie funktionieren, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Man könnte meinen, darin ist einfach ein bisschen Menschlichkeit gespeichert. Aber ich bin mir da selber nicht so sicher. Aber ja, jetzt sind wir bei der Charaktererstellung. Also, erst einmal Geschlecht auf weiblich umstellen. Und Körperbau. Sylastra war immer ein bisschen zierlicher, aber nicht ganz so dürr. Und man sieht ja, die meisten Sachen hier sehen ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel das hier. Dünne Beine, ein riesen Torso. Oder hier richtig dicke Beine. Nein, wir nehmen hier das zweite. Sie ist ein bisschen schmaler. Figur können wir noch sie faltig machen. Das will ich aber eigentlich nicht. So, jetzt gehen wir Klasse und Gabe. Und zwar Klasse. Wie gesagt, Sylastra ist eine Waldläuferin oder Druidin bei meinen Rollenspielen immer gewesen. Deswegen brauchen wir eine Dex-Klasse. Also erst einmal gehen wir alle Klassen so mal durch mit den Gegenständen und so weiter. Krieger ist so die Standardsache, wie man sehen kann. Der ist in nichts wirklich gut oder schlecht. Hat halt viel Stärke und ein bisschen Geschicklichkeit hoch. Und überdurchschnittliche Lebenspunkte. Das hier sind die Symbole hier. Der Ritter ist im Gegensatz zum Ritter aus dem ersten Teil nicht mehr ganz so schwer gepanzert. Also die Rüstung ist jetzt nicht so schwer wie die Plattenrüstung, die wir im ersten Teil zugesteckt bekommen haben. Hat allerdings kein Schild und ist hauptsächlich auf Lebenspunkte getrimmt. Und wie man sehen kann, auch aufs Durchhalten. Das hier ist das neue Anpassungsattribut, also das heißt Anpassung. Damit, das erhöht die Resistenzen und so. Aber er ist auch nicht das, was wir wollen, da sein Dex noch niedriger ist als das des Kriegers. Der Schwertkämpfer hat einen hohen Dex, aber sehr wenig Lebenspunkte. Fängt dafür aber mit einem plus 1 Krummsiebel und einem plus 1 Kurzschwert an. Der Bandit. Hallo. Ups. Wollte ich jetzt nicht auswählen. Der Bandit hat auch hohen Dex. Aber dafür sind bei ihm Zauber und Intelligenz sehr niedrig, was mir eigentlich auch ein bisschen wichtig ist, weil wie gesagt, Sylastra ist eine Druidin oder Waldläuferin, deswegen kann sie ein bisschen Magie auch wirken, also Naturmagie, was ich in dem Fall auf Pyromantie abwälzen möchte. Also so ein bisschen Feuerbälle werfen würde ganz gut zu ihr passen. Kleriker, ja, hat kaum Geschicklichkeit, trägt auch nur eine Robe und sonst nichts. Zauberer natürlich auch nicht so gut. Der Kunde erst recht nicht. Der Kunde ist eigentlich, ich habe super toll viele Gegenstände, aber ich kann nichts. Schar. Und der Bettler, der kann überhaupt nichts, der hat nicht mal was. Und hat dementsprechend auch alle Attribute auf 6. Also nein, wir entscheiden uns für den Schwertkämpfer. Für den Anfang. Hat zwar wenig Lebenskraft, also das Herzchen hier, aber ist in den anderen Sachen ziemlich gut. Deswegen nehmen wir uns den hier. Wir können jetzt wieder eine Gabe aussuchen, wie im ersten Teil auch. Nur, dass es hier halt keine Super-Imba-Gabe mehr gibt, also den Generalschlüssel gibt es nicht mehr. Ohne den müssen wir klarkommen jetzt. Wir können nichts wählen, wenn wir nichts wollen, was aber dämlich ist. Den Lebensring brauchen wir nicht nehmen, weil den finden wir recht früh im Spiel und der bringt uns auch nicht so viel. Er bringt uns ein paar mehr Lebenspunkte, aber wir haben sehr wenige, also müssten wir erst einmal Lebenspunkte steigern, dass uns wirklich was bringt. Der bringt uns, glaube ich, 5% mehr Lebenspunkte. Ein Menschenbild. Das haben wir ja gerade bekommen, um menschlich zu werden.
Was wir aber auch nicht jetzt unbedingt brauchen, weil wir ziemlich schnell welche finden und sie nicht so oft verwenden sollten. Heilstoffe brauchen wir auch nicht unbedingt. Das sind einfach die Heil-Items. Davon haben wir nämlich von Anfang an ein paar Lebenssteine. Die sind übrigens auch neue Heil-Items im Inventar. Wir können Heimatknochen nehmen, die kennt man ja, also zum Leuchtfeuer zurückkehren. Riesenbaumsamen, den brauchen wir nicht unbedingt. Der ist fürs PvP gedacht. Und zwar, wenn wir den benutzen, werden alle Gegner aggressiv auf das invasierende Phantom. Asketten-Leuchtfeuer ist was Nützliches. Das können wir nämlich an einem Leuchtfeuer verbrennen und so den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also auch die Anzahl an Seelen, die wir bekommen und so. Und wir können das Gebiet resetten, weil eine weitere Neuerung an Dark Souls 2 ist, irgendwann hört der Respawn auf. Also wenn wir einen Gegner eine gewisse Anzahl mal töten, dann kommt er irgendwann nicht mehr. Bei den meisten Gegnern sind das so 13 bis 15 mal töten, aber es gibt auch Gegner, die schon bei 5 mal aufhören zu respawnen. Und mit so einem Leuchtfeuer können wir sie halt wieder respawnen lassen, aber sie werden halt schwieriger. Also sie werden schon auf New Game Plus gesetzt. Was dann den Nachteil hat, im New Game Plus sind sie dann schon auf New Game Plus Plus. Und dann haben wir noch das versteuerte Etwas. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Das ist das, was ich gern nehmen möchte. Für was wir den brauchen, werden wir ziemlich nah am Anfang schon sehen. So. Körper haben wir schon mal gewählt. Jetzt können wir Aussehen und Herkunft wählen. Ja, und die vordefinierten Charaktere sehen alle ein bisschen naja aus. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen dran austoben. Also erstmal ihr ein paar gescheite Haare geben. So einen Pferdeschwanz finde ich immer nett bei Silastra. Haarfarbe hat sie normalerweise eine rötliche. Also sowas hier. Nur dann doch etwas brauner vielleicht. Nein, das ist lila nicht, ja. So, hier, so. So, das dürfte ihre Haarfarbe sein. Augenbrauen hätte ich gerne etwas, ja, solche. Und Augenbrauenfarbe machen wir einfach so normal dunkelrot. Das passt ja. Ups. Da müssen wir immer auf OK klicken. Hä? Ja, jetzt hat er es genommen. Okay. Augenfarbe hat sie eher dunkelgrüne Augen. Ich sagte dunkelgrüne. So. Da müssen wir einfach doppelt klicken, dass der das nimmt. Okay. Tätowierung wollen wir keine bei ihr. Damit brauchen wir auch keine Farbe und auch nicht die Deckkraft der Tätowierung auswählen. Kann ich euch mal kurz wenigstens zeigen. Wenn wir eine Tätowierung auswählen, können wir hier die Deckkraft auswählen. Also ob wir sie fast gar nicht sehen oder ob wir sie ziemlich prägnant sehen. Aber wir wollen keine Tätowierung. So. Jetzt gehen wir kurz in die erweiterten Einstellungen, weil ich will ein bisschen was an ihrem Gesicht noch verändern. Aber das werde ich wahrscheinlich rauszeitraffern. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wahrscheinlich, wenn ich das ein bisschen geändert habe.
Damit haben wir unseren Char. Den können wir jetzt Erstellung abschließen. Ist das euer wahres Ich? Ja, ist es. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. So, das war das nette Intro mit den netten Damen. Und jetzt bekommen wir noch alle Menge mögliche Sachen zugeschoben. Erst einmal mache ich hier dieses... Wie gehst du nochmal aus? Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken. Tastaturbelegung. Automatisch gehen, sprinten. Okay, das ist Y. So. Gut. Also, wir haben unsere Sylastra. Und wir haben hier drei schräge alte Frauen, die uns einen Human Effigy gegeben haben und uns den Hinweis gegeben haben, dass wir nach Dragonlick gehen sollen, auch wenn es aussichtslos ist. Ja, die Frauen haben einen schrägen Humor, aber ich denke mal, die sitzen schon so lange hier rum und haben hunderte von Untote gesehen, die einfach so in die hier durchmarschiert sind. Da werden sie irgendwann ein bisschen senil, aber wir können mit ihnen reden. Okay, die lacht uns aus. Und dann punktet sie nur noch. Und sie hier? Lacht uns ebenfalls aus und sagt nichts mehr. Und sie? You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again. Yeah. With a clean slate. Now, go along, go along. Now, go along. Yeah. Also man merkt schon ein bisschen, wenn man auf das Gesprochene und den Untertitel achtet, es gibt ein paar Übersetzungsfehler, beziehungsweise es wurden Sachen weggelassen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich brauche den Untertitel zwar manchmal ein bisschen, dass ich, weil ich nicht alles in Englisch verstehe, vor allem nicht, wenn alles gesprochen wird. Aber das meiste kriege ich so mit und gebe es auch an euch weiter, wenn ich es höre. Zum Beispiel haben sie am Anfang gesagt, ein Untoter ist zum Spielen gekommen. Im Original. Und in dem Untertitel stand, ein Untoter hat den Weg hierher gefunden. Ja. Jetzt haben wir mit den drei alten Frauen gesprochen. Jetzt können wir noch mit ihrem Dienstmädchen hier reden. Die hat ein bisschen mehr zu sagen. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom.